Hallo, meine herumzerrenden Pfützenhüpfer und herzlich willkommen zurück zum weiteren Lauschig-Blauschig-Grünchen hier bei SnowRunner. Heute ist wir noch weiter auf Erkundungstour, denn wir wollen natürlich noch zu Ende erkunden. Wir sind hier noch nicht so ganz fertig. Ja, ist wieder mitten in der Nacht. Ist es ja bei mir immer erstmal 1.22 Uhr hat sich das jetzt mit dem Spielstart irgendwie verlagert. Ich beschwöre wirklich, jede Aufnahme jetzt die letzten dreimal 1.22 Uhr nachts. Als ich gestartet bin. Ja, jetzt würde ich sagen, ziehen wir von dann und gucken mal, ob wir da hinten noch erst eine Kleinigkeit nicht aufgedeckt auf der Karte. Die würde ich mit euch gerne noch aufdecken, bevor wir dann an der Planung machen. Und ich glaube, als allererstes, bevor wir dann aber auch planen, würde ich mit euch dann vielleicht auf Entdeckung gehen. Auf Einsammeln gehen. Dann gehen wir aufs Einsammelstatus und dann sammeln wir alles ein, was geht. La 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 la. Ja genau, das war ja das schöne Ding hier zum Rein- und Rauskommen. Julia, glaube ich, hätten wir da volle Kanne rübersegeln müssen. Ah, wobei volle Kanne sieht bei mir dann aus, dass ich dann auf einmal an der Wand stehe. Das Doofe ist, dass wir natürlich schon das Spielstand ausgemacht haben, wo ich den Weg schon mal freigeschuffelt habe. Aber ich bin immer noch dafür, dass wir uns da vorne so ein Ding hinbauen, um den Schnee, so einen Schneeflug. Dass wir immer schön nebenbei den Schnee beiseite schieben und dann volle Kanne durchsensen. Das wäre doch das Ideale, oder nicht? Könnte man machen, ne? Bin ich der Meinung. Ja, finde ich schon, finde ich schon. Dann wollen wir mal sehen, dass wir hier rauskommen. Da hinten haben wir noch einen Bereich. Das zeige ich euch gleich nochmal, wo wir noch nicht zu Ende erkundet haben. Den würde ich mit euch noch erkunden. Jo, das war gut. Den würde ich mit euch noch zu Ende erkunden. Und dann würden wir unseren Dicken nehmen. Und dann würde ich mit euch die Karren mal da reinzerren, die wir haben. Das war dann zumindest die erstmal in die Werkstatt bringen, dass wir sie dann bei uns im Besitz haben. Und dann wird angefangen zu planen zu werden. Dann fangen wir an zu planen. Oh wei. Der Ölsprayer ist schon wieder. Warte mal, der hier hat noch irgendwas, was hier reinführt? Nee, aber hier ist nichts, oder? Nee, genau. Wir wollen hier haben wir noch ein schönes kleines Eckchen, was noch nicht so erkundet ist. Das erkunden wir dann noch kurz. Den Rest haben wir ja jetzt an sich so weit erkundet, genau. Hier haben wir unseren Royal BM-17. Und hier machen wir uns dann runter, gucken mal hier nach. Und ich bin ja gespannt, was du bist. Da sind wir mal gespannt drauf. Und jetzt muss ich mal noch was ganz kurz gucken. Haben wir noch was zum Nach... Oh weh. Weiß gar nicht, ob wir bis dahin kommen. Ja, denn wir sind schon recht spritleer mittlerweile. Wir sind recht spritleer. Die Frage ist, gehen wir jetzt von so erkunden oder wir fahren nach oben? Wir fahren nach oben, tanken da auf und fahren dann von oben den Weg entlang. Ja doch, das machen wir. Ja. Lieber jetzt noch gucken, dass wir den noch aufgetankt kriegen und dann gehen wir von oben nochmal dran. Ja, das war das dann auch. Ja, ich hatte gesagt, wir wollten eigentlich der Mission dann widmen. Aber ich habe leider das Problem, dass ich war heute Morgen nochmal mit meiner Tochter, musste ich nochmal zum Arzt, dass ich ein bisschen was herausgestellt hatte, da sie derzeit nicht so gut hören kann, haben wir jetzt auch rausgefunden, woran das liegt. Jetzt geht's weiter zum nächsten Schritt, HNO-Arzt. Und dann hatte ich halt morgen Termin und dadurch konnte ich das jetzt alles nicht so wahrnehmen, wie ich das sonst mache, dass ich morgens noch die Aufnahme mache. Und deswegen wird das heute eine verkürzte Runde hier werden, in dem Sinne, dass wir das locker flockig angehen. Wir tanken uns jetzt voll, fahren von oben rauf und dann schauen wir mal weiter. Irgendwie huschelt der heute ein bisschen herum. Ach, Mann.
Irgendwie huschelt er so ein bisschen herum. Gucken wir, dass wir durchkommen. Und dann machen wir das Ding rumherum und gucken von oben dann herein. Weil ich würde gerne wissen, was er da unten noch hat. Das eine Fahrzeug auf jeden Fall mal noch angucken. Und mal schauen, ob das ein Fahrzeug ist, was wir einsammeln können. Wäre geil, hätten wir zwei Fahrzeuge. Aber ich plane schon von zwei Fahrzeugen. Aber es könnte auch nur ein Fahrzeug sein. Ne? Wir wissen es ja nicht genau. Vielleicht ist es auch nur, bringen wir das von A nach B. Dann ist es eine andere Sache. Dann müssen wir das anders planen. Wir schauen mal. Kommt Zeit, kommt Rad. Ihr kennt das ja. Und das versuchen wir jetzt. Ui, ui, ui. Kleiner Tokyo Drifter hier. Ach ja, zum Glück ist heute schon Freitag. Muss sein, die Woche war mal ein bisschen unglücklich. Ey, die Tourenplanung war aber gut, bis auf der Donnerstag war dann zumindest die zweite Tour ganz gut. Die erste Tour haben sie mich wieder mit 3 Stunden Hin- und Rückfahrzeit insgesamt dastehen lassen. Also ich bin durch die Stadt, dann statt zu dem anderen Ort, in dem Ort hin zurück. Und das war dann nicht so super gewesen. Ja, deswegen. Aber ja, gut, hat sich ja trotzdem herausgegeben. Und jetzt tanken wir mal nach. Wir nehmen mal den Tankanhänger hier. Von 2000 müssen 400, ne, 10% drin? 10 oder 20%? Wir müssen 400. Ich weiß gar nicht mehr, wann das. So. Ziehen wir von dann. Und dann passt das. So. So, da lang. Wir fahren jetzt hier hinten einfach mal rum. Ich würde mal gerne den Weg hinten noch ein bisschen aufdecken. Sieht eigentlich auch sehr interessant aus. Was ist denn das da? Das ist nur eine Brücke zu irgendeinem Turm. Finde ich interessant. So. Nur eine Brücke zu irgendeinem Turm. Dann fahren wir da mal hin. Aber ich hoffe, die Wege sind jetzt nicht allzu schlammig. Weil das ist auch so eine Sache, ich nicht ganz so verstehe, ist, dass das teilweise so ein Schlamm ist. Aber dabei hast du eine meterdicke Schneedecke da drauf. Aber ja, gut. Ich lebe ja auch da nicht so. Das finde ich auch zum Beispiel immer toll. Das wäre ja für mich, da habe ich wieder so ein Survival-Denken, wenn du so eine Betonmauer da hast. Ist auch voll geil. Diese Betonbalken, die du halt dann da so quer da drauf stellst mit den Betonpfeilern, die das sozusagen einkaufen. Das wäre eigentlich so ein Ding, wo du dann sagst, ah, Apokalypse, dann hast du da auf jeden Fall einen etwas sicheren Schutzfaktor. Ja, wir fahren ein bisschen gediegen hier durch. Damit wir nicht zu heftig durchrushen. Und uns irgendwas wieder kaputt machen. Ja, weißt du was, ist eh egal. Ein bisschen vorankommen will man ja auch. Ich will mir das hier auf jeden Fall ein bisschen angucken. Aufdecken die Wege zumindest. Und schauen, ob da irgendwas gibt für uns. Weil so ein kleiner Auftrag so mitten im Nirgendwo, das hat bestimmt auch was Interessantes. Na, wunderbar. Da habe ich jetzt hinten drauf geachtet, weil, naja, egal. Ich da nicht, hier sieht es jetzt aber ganz schön anders aus. Hier sieht es aber ganz schön anders aus. Ja, direkt vor dir ist der Baum, den ich anvisieren will. Und jetzt verbindest du dich mit dem. Das Problem, was ich bei den Baumstämmen immer habe, ist, dass die dann da drunter so mit ihren blöden Wurzeln und du kommst dann da nicht mehr ran. Du musst dann irgendwie versuchen, dass du über die Wurzel darüber kommst, damit du dann. Ey, das ist so ein Rotz. Ah, endlich. Aber wir haben auch gewusst, dass das keine leichten Wege sind. Nee, warte mal, du musst mit dem dir den erstmal nehmen. Dann kannst du dich hier hochbuscheln. Genau. Dann buscheln wir uns hier durch. Sehr gut. Siehst du, da unten ist was. Da unten ist was. Ich wusste es doch. Wo es ist nicht der Ort, den ich mir markiert habe. Aber wir haben hier etwas gefunden, was wir haben wollen. Eine Modifikation.
Aufwertung, Verbesserung, etc. Upgrade. So, was für ein Upgrade haben wir denn da? Trucklister für den Ford CLT 900. Okay. Für den Ford CLT 900? Das ist jetzt aber nicht den, den wir da hatten. Ne? Wir haben nicht jetzt dran gefunden. Das ist jetzt kein Ford, ne, gewesen. Aber ein neues Upgrade entdeckt. Ein neues Upgrade. Da-da-da-dam. Ein neues Upgrade. Da-da-da-dam. Aber ist schon ja nicht ungeil hier. Ja, ich kam noch nicht zu allen Kommentaren, jetzt immer alles mal, es ist derzeit, also meine Zeit ist, was derzeit essentiell zu wenig vorhanden ist. Ich bin immer zufrieden, wenn ich schaffe, derzeit alle Videos zu erfüllen und da auch hinterher zu kommen. Meiste Zeit bin ich auch derzeit gar nicht wirklich zu Hause. Und ja, deswegen, also ich versuche derzeit mit den Kommentaren, ich bin ja zufrieden, dass ich noch nicht zu viele Kommentare auf, wenn ich mich immer über Kommentare freue und ich freue mich auch da mal zu schreiben, das mache ich auch so gut es geht. Nur ich komme dann derzeit noch nicht ganz so hinterher. Aber ich werde mir weiter Mühe geben, dass dies so klappt und ich da auch wieder weiter hinterherkomme. Wie gesagt, ich schaue mal, dass ich das Wochenende mir vielleicht wirklich die Zeit ein bisschen nehme, um wenigstens eine LP-Reihe vorzuentwickeln, also vorzubereiten. Wenigstens eine. Ja, warte mal. Genau, hier wollten wir jetzt runter. Darunter, 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 darunter. Gut! Und da ist auch was. Da ist doch was. EBIA, Schweinebacker? Ob das jetzt eine gute Idee ist? Zumindest hat es funktioniert. Zumindest hat das funktioniert. Wir müssen auch wieder zurückkommen, wa? Und hier ist eine Mission, meine Damen und Herren. Hier ist eine Mission, ich wusste es. Und gerade hier machen sie dir sowas. Verlorener Öltank. Der hiesige Radioturm muss regelmäßig mit Kraftstoff versorgt werden. Der Öltank musste schon längst angekommen sein, ist aber verschwunden. Kannst du ihn finden und zum Radioturm bringen? Er wird dringend benötigt. Verfolgung starten. Oh. Aber nach dem Ding hier könnte ich mir doch gut vorstellen, dass das Ding... Wie soll ich denn da hinkommen? Hier drunter war... Will ich mir mal angucken. Ich weiß jetzt nicht, ob das gerade so richtig ist, was ich hier mache, weil es schon ein bisschen gefährlich aussieht. Aber irgendwie... Wow! Kamera! Oh, ey, sag mal! Hallo, warum? Warum? Ich verstehe nicht, warum der den jetzt so runtergeschubst hat. Mit der Kamera. Mach mal den bitte rein. Auch mal eine kleine Rutschpartie hier, wa? Ey, guck mal, da ist ein Scout-Anhänger. Also, weißt du, was ich jetzt überlege? Hier ist er ja drin. Ja, ja, hier ist er ja, ne? Aber wollen wir den wirklich schon zurückbringen? Wollen wir den schon wirklich zurückbringen? Oder sagen wir behalten den erstmal? Weil ich glaube, finanziell gesehen ist das jetzt nicht... Lieferung zum Radioturm, verlorener Öltank, hä? Da. Was, den bringe ich da nicht zurück? Den behalte ich mir erstmal. Den behalte ich erstmal. Erstmal ist es meiner. So, jetzt geht's daran. So, und jetzt Anhänger koppeln. Und könnt ihr auch nachtanken? Haben wir da irgendwas drin? Oder? Oh, guck mal, 900 haben wir. Na, aber den nehmen wir uns doch mit.
Ich weiß, ich fahre jetzt falsch herum, aber wisst ihr, ich muss jetzt hier nur einmal heraus und das war's. Und jetzt haben wir erstmal einen Scout-Anhänger. Mission können wir uns zum Ende hin aufheben, bis wir dann irgendwie einen eigenen Scout-Anhänger vielleicht nochmal doch finden oder so. Aber erstmal würde ich mir den behalten. Und los geht's. Okay, war. Ich hab's schlimmer erwartet, als es dann eingetreten ist. So, warte mal, kannst du ja mal ein bisschen wieder Licht ausschalten. Warum auch immer das mit diesen Wurzeln-Dingern hier immer so. Na gut, eine Wurzelbehandlung ist ja auch immer eine harte Sache. Also von daher. Einmal rüber und let it go. Ich muss sagen, diesmal sind wir doch effektiver als. Boah, das ist ja geil. Als sonst unterwegs. Finde ich jedenfalls. Wir waren früher nicht so effektiv unterwegs und ich finde, auf der Karte haben wir uns bis jetzt doch ganz ordentlich gemacht. Ja, ordentlich gemacht. Wir sind jetzt nicht überragend oder top oder sonstiges. Wir haben uns ordentlich gemacht. Was ist denn das da? Das ist doch eine Ölbohrplattform, ne? Eieiei. Sowas wäre auch geil bei 7 Days to Die. Ich weiß, anderes Spiel jetzt, aber das ist manchmal so, wenn ich solche Spiele hier sehe, so eine Ölplattform, müsste da auch noch mit hineingepackt werden und Boote, ey, oh, das wäre so, egal. Wir sind weiter hier unterwegs wieder. Aber ich bin halt ein Zombie-Fan, ich kann machen, was ich möchte, dagegen komme ich nicht an. Wir gehen jetzt aber hier erstmal durch, gucken, was hier noch ist. Da liegt auch noch mal irgendein anderer Anhänger. Nehme ich mal hier raus. Hallo. Wir ballern uns hier heute durch, ne? Also das haben wir ja gesagt. Können wir den da hinten irgendwie dann nehmen? Ich habe da hinten aber schon... Ne, das ist nur eine Möglichkeit. Naja, ich weiß, ich müsste umschalten, aber da bin ich jetzt gerade auch wieder so ein bisschen... Nee, habe ich jetzt auch nicht so die Lust drauf. Machen wir uns hier einfach so ein bisschen durch mit dem Kopf und dann ist gut. Bin auch ein bisschen wieder angeschlagen. Aber das liegt eher wegen Überlastung, glaube ich, so ein bisschen. Weißt du, wenn man zu viel macht dann auch und so nach einer Weile, dann ist man doch einfach mal so angeschlagen. Was passieren kann ist, ich glaube, ja doch, letzte Juliwoche, erste Augustwoche habe ich Urlaub. Und da wird es dann höchstwahrscheinlich so sein, dass dann da der Kanal eine Weile pausiert für 2 Wochen. Aus dem einfachen Grund, weil ich dann Urlaub mache, wirklich mit der Familie und alles ein bisschen unterwegs bin. Wir werden zwar nicht in den Urlaub fahren können, höchstwahrscheinlich, was dieses Jahr noch nicht so geklappt hat. Aber dann werden wir da ein bisschen... Oh nee, ich sehe da schon wieder was ganz Großes. Ich sehe da schon wieder was ganz Großes. Frachtverwaltung, was haben wir denn hier? Ersatzteile für eine Bohrung, okay. So... Du wirst doch wieder für irgendeine Quest gebraucht. Das sehe ich doch jetzt schon. Mit einer Leiter oben drauf. ETC, PP. Aber hier wird doch jetzt nichts mehr weiter sein, oder? Also hier könnte ich mir jetzt nicht noch eine Quest vorstellen. Guck mal, das ist das Ding hier. Okay. Aber ich frage mich, für was der noch sein soll. Wir haben ja jetzt alles erkundet. Aber gut, das kann ja noch sein. Warte mal, haben wir hier auch alle Missionen schon drin? Ne, hatten wir genau. Blabasis will Nachschub haben. Bauholz. Morsing, Lieferung für den Bohrplatz. Mittelgroße Rohre und Frachtcontainer. Der Bohrplatz ist errichtet. Blackbird, dann noch das schwimmende Offroad-Tag. Bohrturm, Bergungslader. Ah, sicher, das ist der da. Da haben wir ihn schon. Da haben wir den. Den brauchen wir dafür. Gut, da müssen wir uns dann wieder drauf. Ersatzteile für den Bohrturm. Für die Bohrung, okay. Und was war das andere hier noch? Öllieferung, ne? Genau. Judy. Wissen wir mal, woher der jetzt kommt. So, dich entdecken wir mal. Neuen Anhänger entdeckt. Und Anhänger entfernen. Danke dir. Ist ein Ding, was wir ja nicht brauchen. Und wir können ja nicht verkaufen.
Können wir auch nicht verkaufen, leider. So. Ich hoffe, ich nehme damit nicht zu viel raus, dass wir dann wirklich die erste Karte einfach mal aufgedeckt haben. Und nachher haben wir dann doch nicht alles aufgedeckt. Weil hier oben fahren wäre jetzt eigentlich auch nicht so dolle, ne? Wenn ich jetzt hier oben fahre, wäre jetzt auch eher schlecht. Weil, da bin ich doch, glaube ich, wieder zu tief. Vom Schnee her, meine ich. So, wo sind wir jetzt? Hier muss ich jetzt gleich mal wieder gucken, wie es weitergeht. Denn hier geht es nämlich einmal noch rechts lang und einmal geradezu. Ist wirklich so, dass wir die Karte einmal aufgedeckt haben. Dann haben wir ja alles da und dann können wir ja, kann ich ja planen und dann werde ich ja mal sehen. Achso, ist egal, wie ich jetzt fahre. Aber ich müsste beides entdecken, ne? Ja, komm, fahr erstmal hier hoch entlang. Ich will wirklich beides aufdecken. Weil ich will wirklich mich dann hier am Ende... will mich am Ende wirklich einfach absichern, dass ich alles aufgedeckt habe. Und jeden Fitzel, den es gab oder sowas, wirklich sagen kann, jo, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und ich kann mich hier wirklich durchplanen und dann können wir die erste Runde einfach vorbildlich abschalten und können uns dann hier darauf konzentrieren, die Missionen einfach durchzuziehen. Und wenn die Missionen dann erledigt sind, konzentrieren wir uns auf andere Dinge. Ganz andere Dinge. Das ist für uns ganz wichtig. Haben wir noch irgendwie hier eine Möglichkeit in irgendwie in der Richtung? Ja, warte mal, aber dann eher mit dem hier. Okay, es ist eigentlich nur mühsames Voranziehen, was ich mir jetzt gerade eher aufgebaut habe. Aber naja. Lol. Lalalalala. Wir fahren jetzt einmal hier raus. Dann da hinten noch einmal zurück und dann wieder hin und dann haben wir das. Hey, warte mal. Zieh den mal den nächstweitesten entfernt. Genau. Ach, guck mal einen an. Da ist ein Baum, der gar nicht. Egal, aber der hält uns. Siehst du, guter Baum. Du wirst ein guter Setzling. Stopp. Neuer großer Baum, meine ich. Du bist ein gut gesetzter Baum. So. Ich wollte ihn jetzt nicht zu Ende abkappen. Wir haben es gleich geschafft. Dann noch einmal rum, dann da hinten. Und dann haben wir einmal die Erkundungsmission herum. Und ich glaube mal, dann können wir den Scoudelhaudel bis auf, dass er vielleicht mal Sprit mit dir liefern muss, erledigt. Ich wähle natürlich immer den falschen Weg. Weil er sah für mich hier erstmal fester aus. Ja, doch erstmal fester aus, verdammt. Man hätte ja auch sein können, dass hier irgendwas ist. Na gut, man kann ja auch einfach mal nur Wege so aufbauen. Ne? Man muss ja nicht immer dann, dass da irgendeine Quest versteckt ist. Aber man weiß ja nie. Nachher ist dann da doch was versteckt. Und dann ärgert man sich, dass man nicht dahin gegangen ist, weil wir dann nachher wieder Quest suchen oder ähnliches. Weil ich würde so schnell wie möglich gerne hier die Quest erstmal erledigen. Ich will jetzt auch nicht mehr zu viel die anderen Karten entdecken. Ich will, soweit es geht, jetzt die Quest erledigen. Dass man sagen kann, jo, wir sind fertig und let it go. Und let it go, ho, ho, ho. Nimmst du mir mal den, ne? Ne, du nimmst mir auch nicht den da. Ja, das mag ich immer nicht so, weil ich habe da keine Lust, das hin und her zu wechseln. So, haben wir das einmal erkundet, da war jetzt nicht viel, so, sehr schön. Wollen wir hier einmal lang, ist ja auch nochmal alles voll dreckig und sumpfig und brackig und, ja, da einmal ein. Überhaupt nicht, dass hier irgendwas ist.
Aber bevor ich dann sage, ich glaube nicht, dass da was ist und man sagt mir dann gleich wieder, doch, da war was, gucke ich lieber gleich und kann dann sagen, okay, ich habe geguckt, so gut es geht, und ich habe nichts gefunden. Wobei hier ist irgendwie was, so ein Küstenableger, wa? Da ist was. Ich habe was gefunden. Warte mal, ich glaube nicht, dass es der Ort war, wo ich runter sollte. Ich glaube nicht, dass es der Ort war, wo ich runter sollte. Aber hey, machen wir einfach, hä? Einfach runter da. Ey, jetzt komm hier nicht mit den Steinen, mein Kleiner. Jetzt komm hier nicht mit den Steinen, ja? So, nächste Modifikation, Upgrade gefunden. Blam. Welchen Truck? Hammer. Ist da? Hammer, den Hammer. Ich versuche hier, glaube ich, wieder hochzukommen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Und wir sind den Weg gefahren und da wurden wir auch da dann drauf hingewiesen, dass wir den richtigen Gedanken gewählt haben. Das war gut. Nehmen wir mal, nimm mal den da. Nein, nimm mal. Danke. Gut, dass wir das doch nochmal gemacht haben und gesagt haben, jo, ja, das war richtig. Es wäre wieder gekommen, dass das irgendwie wieder Fail gemacht hätte, weil so und so und so und dann wäre doof gewesen. Und so habe ich ihn gleich, mit ein bisschen Schaden, mitgenommen. Man lernt ja doch ein wenig, zumindest in bestimmten Bereichen, die nehme ich dann doch mal mit. So, kannst du mir den nach da nehmen, dann kannst du mir den doch aber ranziehen, so gut es geht, ne? So. Ah, dann kannst du den bestimmt ankoppeln. Oh, wir haben den Magnetkoppler dabei. Aha. Magnetisch gekoppelt. Eine wundervolle Entdeckungsreise begab sich der kleine Lollig einfach mit seinem Lodi-Hodi durch die Gegend in dem eisigen Landen in Alaska. Auch wenn er sehr verquer fuhr, häufig viele Fehler machte, kam er doch irgendwie voran. Viele sagten ihm einfach nur Glück nach. Aber selbst das braucht man als Fahrer. Zumindest kann er keinen vorwerfen, dass der doof fährt, weil er ist der Einzige hier auf den Straßen. Du besitzt hier keinen anderen Auto außer dir selber. Oder bleiben irgendwo stecken und dann erfrieren sie. So, jetzt bin ich gespannt, was hier hinten uns noch erwartet. Und dann haben wir alles erkundet, bin ich der Meinung. Ich glaube schon eigentlich, ne? Ich hoffe jetzt nicht, dass man hier noch in die tiefsten der tiefen Wälder rein muss, damit man wirklich sagen kann, ja, yeah, ich habe ja alles, ja. Sondern wirklich, dass es dann sich dann irgendwie dann noch angleicht. Also hoffe ich mal. Alles andere wäre desaströs. Desaströs. So, warte mal. Hier kommen wir wieder zu unserer nächsten Wegentscheidung. Gut, der Weg ist soweit aufgedeckt. Ich würde dann wirklich... Kannst du den mal wegmachen da? Danke. Mann, ich will das nicht sehen. Hä? So. Aber weißt du was, mal einfach so. Also. Und dann geht's hier runter, da lang, da lang. Aber da ist doch gar kein Weg, oder? Jetzt den Weg an. Wir werden mal sehen. Also wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Wir müssen in die Richtung, um dahin zu kommen. Und Moment mal kurz, ich bin gleich wieder da. So, okay, dann lasst uns die letzten Dinger fahren.
Kannst du den mal. Kannst du den mal direkt vor. Hier nehmen? Mann, nimm doch den immer direkt vor dir! Manchmal bin ich von diesem Auto. Es ist ja eigentlich auch Blödsinn, dass ich. Was? Warum? Der hängt hier voll drinne. So. Jetzt aber. Die muss ja wirklich die ganze Zeit im Lastengang dahin döpeln. Das geht nicht anders. Aber wenn du das dann geschafft hast, dann. Yeah! Und jetzt gucken wir uns da oben mal gleich um. Was da noch herauskommt. Und dann passt das Ganze. Ja, mal gucken. Was hast du Feines für uns? Du hast ja bestimmt auch eine Aufgabe, oder? Du hast keine Aufgabe für uns. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber na gut. So, jetzt ist das Interessante. Jetzt geht es hier über diesen Bergkamm. Aha. Sah nur so aus, war alles jetzt nicht unbedingt einer. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, wo der Weg dahin führt. Ob da jetzt unsere Reise zu Ende ist. Oder ob da noch irgendein Weg lang führt. Und ich würde gerne nämlich da hinten das endlich abschließen. Und wirklich gerne sagen, hier, warte mal, da hinten ist irgendwas. Au, Motorschaden ist da. Aber hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der da reinballert. Ja, sehr gut. Der war gut gesetzt. Mein automatischer Greifer. Ich will mich aber mal durch. Was ist hier unten? Falls ihr wisst es, das Witzige ist, ihr wisst es ja dann wahrscheinlich schon, was mich da erwartet. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich jetzt wieder den Fail gemacht, dass ich meinen Anhänger unbedingt mitnehmen wollte. Aber, warte mal, kannst du. Nee, den da nicht nehmen? Danke dir. Nee, warte mal. Ich will den da nicht nehmen? So. Sehr schön, sehr schön. Oh, guck mal, hier ist eine Brücke. Die habe ich jetzt nicht eingezeichnet gesehen. Yeah. Also hat sich's gleich wieder gelohnt, um auf dem Stein festzusitzen. Weißt du, das nervt jetzt aber, dass du unbedingt den da fixieren musstest. Nimm doch bitte den. Genau, zieh mich einfach drüber und dann geht's weiter. Sehr schön. Ja. Letzten Bereich geschafft. Endlich. Und dann können wir wirklich in so der nächsten Folge. Ist das ein Lodi? Ne, er sieht nur so aus. Ach, das ist doch ein Lodi. Hey, ich bin Mitch, du hast einen guten Ruf, denke ich. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ein Typ namens Noah ist mit seiner Familie vor ein paar Monaten aus der Stadt gezogen, hat seinen Truck zurückgelassen. Kannst du ihn zu mir bringen? Verfolgung starten. Warte mal, was ist denn das? Ja, natürlich. Den muss ich da hochbringen, oder was? Dann würde ich den aber hier eher rausziehen und den dann weg. Schade, ich dachte, man kann den dann, ja, den kriegst du leider nicht. Naja. Mache ich dann aber auch mit dem Kraftfahrzeug, was ein bisschen schwerwiegender ist. Und, warte mal. Hihi. Danke dir. Oh, weißt du, was wir machen könnten? Genau, wir könnten den eigentlich so machen, dass wir das so nehmen. So. Dann machen wir V, dann nehmen wir den daran. Und dann würde ich sagen, wir daddeln los. Natürlich nur, dass wir den ganz weit auseinander lassen. Jetzt fahren wir einfach los und nehmen den mit. Guck mal, so schön sah der Lodi mal aus.
Jetzt guckt uns jeder unser Fahrzeug an. Wollen wir den nicht tauschen? Wir geben dem unseren, wir nehmen seinen. Der ist noch ordnungsgemäß. Wobei, nein. Und mit unserem haben wir so viel verlebt. Unser Lodi bleibt. Ich behalte meinen. Das sind alles Erfahrungs- und Erkundungswerte, die wir gemacht haben. Ich werde bestimmt nicht über diesen komischen Weg da reinziehen. Das mache ich jetzt nicht. Also, du kannst den ja auch eigentlich starten. Komm, helf mal ein bisschen hinten mit. Du kannst ein bisschen mitdrücken, mein Kleiner. Lass uns hier einfach schnell durchziehen. Und dann passt das Ganze. So, ich finde eigentlich, jetzt haben wir alles aufgedeckt, alles offengelegt. Jetzt können wir uns daran machen, dass wir sagen, hallo, hallo, zieh mal rüber, zieh doch mal rüber. Irgendwie ist der komisch. Schon voll eingelenkt oder liegt es daran, weil der mich von hinten da reindrückt? Könnte sein, ne? Oh, 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 den baller ich jetzt voll dagegen. Das habe ich jetzt so aus der Reihe gebracht, der Mist. Naja, klar, baller ich den jetzt dagegen. Ich versuche jetzt eigentlich, weil der hat auch irgendwie voll das Problem, den rüber zu ziehen. So. Hängt jetzt an irgendeinem Ding dran, ne? Naja, der hängt da jetzt dran, der kann jetzt machen, was der will. Warte mal. Kannst du mir mal den Anhänger bitte hier lösen? Ist immer doppelt doof, weil du ja den doppelten Anhängerlast hast. Den da jetzt so einfach herauszuziehen. So, ich kick den jetzt einfach ein bisschen rüber. Oder ich ziehe den mir jetzt einfach da raus. So, zieh den mal einfach. Hä? Ist dich doch aber von dem Winkel. Sind wir Best Buddies. So. So, jetzt machen wir hier wieder rum. Ey, Mausi, du musst jetzt dich aber hier nicht ziemen, ja? Komm mal wieder ran hier. Ey, der Daus. Ey, weißt du was? Komm mal her jetzt. So. Dann Anhänger koppeln und dann haben wir jetzt den da hinten und dann kannst du den mir mit dem dann nehmen, dann ziehst du den auch noch mal bitte ran. Sehr schön. Und dann starten wir. Oh yeah. So, dann haben wir den hier rausgezogen, dann können wir den noch oben auf der Straße dann schon mal hinstellen, dann ist das fertig und wir sind auch mit heute auch einmal durch. Wir haben wieder noch den Rest zu Ende erkundet. Karte in dem Sinne weit aufgedeckt. Wir haben jetzt nochmal eine Modifikation entdeckt, die wir mitgenommen haben und können dann jetzt uns darauf konzentrieren, dass wir einfach sagen, Leute, passt auf, wir fangen jetzt an, Missionen, wo was abgeben, in welchem Reihe rum wir das machen, gucken wir mal. Ziehen dann demnächst noch unseren einen neuen Truck nach Hause und gucken, was wir mit dem dann machen, weil ich habe keine Ahnung von dem. Wir gucken uns den dann vor Ort mal an, was er kann, was er tut, was er lässt und was er nicht lässt. Und das sind so die wichtigsten Dinge, die wir da machen. Und ansonsten sind wir eigentlich auch durch für heute. Ne? Ich würde dann auch sagen, das war's dann für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommi ist immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dort werden wir dann mal gucken, wie ich es schaffe mit den Missionen. Ich werde ein paar Missionen mir so aneinander rein, die ich versuche dann zu erledigen. Und ich hoffe, wir schaffen das dann auch. Kann da noch nicht viel versprechen. Wir werden mal sehen. Vielleicht machen wir ein bisschen was mit dem Lodi Hodi in Verbindung mit dem anderen. So dass wir vielleicht auf 2 bis 4 Missionen pro Folge dann kommen, dass wir dann das auch ein bisschen abschließen können. Das wäre, dann würde mir schon Freude bringen, dass wir da ein bisschen vorankommen, dass wir jetzt sagen können, wir erledigen die Mission, dann die Mission, dann die Mission. Dass wir die Teil der Karte dann sozusagen auch erledigen können. Weil ich glaube, jetzt ist soweit alles aufgedeckt.
Ja, jetzt ist soweit eigentlich alles aufgedeckt, wo Missionen sein könnten. Und dann können wir uns einfach dem widmen. Also ich werde auf jeden Fall gucken, dass wir... Hier müssen wir noch was holen. Also die Öltanklieferung machen wir dann auf jeden Fall. Die verwaiste Lieferung werden wir auf jeden Fall machen, die wir dann dahin bringen. Dann könnte man sagen, wir machen das mit dem verlorenen Service-Anhänger. Fahren wir dahin, bringen den dahin schnell zurück. Und ist ja da, ne? Genau, der verwaiste Service-Anhänger. Wir bringen jetzt so, ich weiß, es sind alles Punkte, etc. Ich würde die Mission aber gerne einfach so ein bisschen abschließen. Und fertig machen. Aber wir haben ja hier auch noch unseren Wartungsanhänger. Da haben wir auch nochmal Punkte, die wir nutzen können. Und wenn wir das dann erledigt haben, dann können wir das noch mit dem verlorenen Rohr machen. Das war dann... Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich glaube, das ist das Ding hier, das verlorene Rohr. Wenn du das Ding nimmst und hier hinbringst, dann hast du das auch schon. Dann haben wir eigentlich einen Großteil der Mission hier dann schon wieder erledigt. Dann sind die hier schon fertig. Dann Stromleitung prüfen, das hier reparieren. Das können wir dann auch dann noch machen. Dann müssen wir nur schauen, dass wir dann auch hier... Da ist auch nochmal ein großes Rohr. Das ist dann zum Beispiel ein Stahlträger. Den Stahlträger kannst du dann hier zu dem einen hinbringen, zum Feldsturz. Da machst du einen Stahlträger hin, ne? Die brauchen ja das. So, dann musst du noch die Holzplanken. Da müssen wir dann hier runter noch kurz. Dann wollen wir nochmal... Nee, Holzplanken kriegst du da nicht. Hier oben kriegst du... Siehst du, da oben können wir gleich schon die Holzplanken mitballern. Zwei Holzplanken und fünf da runter, fertig. Also haben wir schon ein bisschen was zu tun. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute. Bis dahin. Tschüss.